Guten Tag und herzlich willkommen zum Fliegenden Teppich 2021. Es ist unser erster in diesem Jahr und es ist der 22. in unserer Weltmusikreihe. Wir werden voraussichtlich bis April auf jeden Fall digital senden, weil wir nicht wissen, wann es wieder Live-Konzerte geben kann. Nichtsdestotrotz, es wird eine interessante Sendung, denn in diesem Jahr steht die Kirchenorgel im Mittelpunkt. Das ist eine Entscheidung der Landesmusikräte, die jedes Jahr ein Instrument auswählen und in den Vordergrund stellen. Es war 2019 das Saxophon, dieses Jahr die Kirchenorgel. Und diese beiden Instrumente werden uns vorgestellt und zusammen gespielt, und zwar von Gerd Antlang und Volker Jäckel. Volker ist ausgebildeter Kirchenmusiker und Jazzpianist. Er lebt in Berlin. Und er wird uns die Kirchenorgel vorstellen, speziell die aus der Kulturkirche Nikodemus, wo er als Musiker arbeitet. Mit Volker spiele ich seit 2011 zusammen als Duo, aber wir haben auch einige größere Projekte realisieren können, unter anderem mit dem Ensemble Nun, mit Falk Zenker und mit Chören, für die Volker Werke geschrieben hat für Chor und Jazzensemble. Genau wie wir reist Volker sehr gern und hat viele Tourneen in andere Länder unternommen. Die Inspiration dieser Reisen fließen in seine Kompositionen und Werke mit ein. Unser Duo-Programm heißt mit 3 Orgeln und 2 Saxophonen um die Welt. Neben der Kirchenorgel muss es also noch 2 andere Orgeln geben. Hier steht schon eine davon, die chinesische Mundorgel Sheng, die ich spiele, und das mittelalterliche Portativ, eine tragbare Orgel, die Volker auch im Konzert spielt. Das Instrument kann man im Original in unserem Beitrag Nummer 11 hören, gespielt von unserem Freund und Meistermusiker Wu Wei. Wir werden ein Duo spielen mit diesen beiden seltenen Instrumenten. Das klingt ganz wunderbar zusammen in einer eigenen Komposition. Im Moment können wir gar nicht zusammenkommen und irgendwelche Konzerte spielen, aber wir schätzen uns sehr glücklich, dass im letzten Jahr im Sommer doch einige Konzerte noch möglich waren. Und es gibt unveröffentlichte Konzertmitschnitte, die wir haben, die wir euch präsentieren möchten, aus 2 Kirchen, einmal aus Wolgast an der Ostsee und vom Jazzfestival in Peitz. Dort haben wir in der Kirche gespielt. Ganz kurzfristig sind wir für Musiker eingesprungen, die aufgrund der aktuellen Situation nicht anreisen konnten. Und das Konzert war ganz großartig und daraus möchten wir euch einige Ausschnitte präsentieren. Ja, ihr dürft wirklich gespannt sein, was Volker aus der Orgel herausholt. So habe ich vorher Orgel noch nie gehört. Schaltet deswegen ein am 27. Januar, am Mittwoch um 21 Uhr zu unserem 22. Beitrag zum Fliegenden Teppich. Bis dahin. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.